Jo. So. Und schönen Schuss verballert. Ja. Muss abchecken hier. Oh. Okay. Ey, scheiße hier. So, Leute, herzlich willkommen zu einem schönen Streamabend. Ein, zwei Stündchen werden wir noch machen hier. Heute gibt es 7 Days to Die. Ich höre hier gerade irgendwie einen reinmarschieren. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, ein großes Projekt wird kommen. Ne? Und das soll es jetzt auch bald sein. Aber erst ab Alpha 12. Jetzt laufen hier meine Freunde und so, die hier mit auch mitspielen werden. Noch hier auf dem Server rum. Wir basteln hier schon, bauen und überhaupt, ne? Minen von Moria, sehr geil. Und, ja. Alpha 12 geht's dann richtig los. Kurz, ich kann euch ja schon mal ein bisschen sagen, wie das dann ablaufen wird. Ich hoffe, die werden dann am ersten Tag auch alle anwesend sein. Dann werde ich euch alle vorstellen erstmal, die hier so mitspielen, damit ihr so einen kleinen Überblick habt. Und wir werden zwei Parteien machen. Eine kleinere Gruppe. Eine etwas größere Gruppe wahrscheinlich. Und dann auch so PvP. Das heißt, wir werden dann nicht. Wir werden uns da gegenseitig nicht in die Freundesliste aufnehmen. Das heißt, wir wissen nicht, wo die sind. Dann werden wir schön PvP machen. Und uns hier selber was bauen. Was genau, weiß ich noch nicht. Es wird ein großes Projekt. Also, wir wollen dann wahrscheinlich. Das werden wir uns dann bequatschen. Das werdet ihr dann sehen im LP. Die erste Folge wird wahrscheinlich noch extrem oder. Naja, viel länger. Das, so den Anfang werde ich wahrscheinlich jetzt nicht so auseinanderschnipseln, das heißt Ort suchen, alle vorstellen, was wollen wir zuerst machen, wollen wir so machen, wie wir das jetzt hier machen und ja, das werdet ihr sehen. Und das soll ich dann immer noch weiter vom Grumpy Face. Sagen wir auch mal, ach ja klar, Grumpy Face, okay. Aber das werden wir dann alles sehen, ne? Das wird ein richtig gutes Projekt, ich werd mir noch einen schönen Titel dafür ausdenken. Aber man muss Alpha 12 raus. Und dann müssen wir das ganz schnell hier irgendwie hinkriegen, dass das dann auch gleich losgeht. Gleich mit Alpha 12. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, was geht hier ab. Also. Hier ist schon einiges passiert. Der Server steht schon ein paar Tage. Ich war nicht so oft online. Habt ihr ja in den Let's Plays auch gesehen. Hab gerade nicht so viel Zeit gehabt. Das ist leider, leider. Es ist auch schade. Ich würde gerne viel mehr bringen eben. Aber geht nicht. Ich hoffe, es geht jetzt die nächsten Tage wieder. Ich werde noch ein bisschen informiert hier von mir. Ich werde mal kurz was hier machen. Ich will mich hier nicht selber sehen. Hi, Video Preview. Bla bla. So, gut. Und, ja, schade. Ich hoffe, es klappt jetzt den nächsten Tag, dass ich halt wieder ein bisschen mehr bringe. Heute habe ich auch schon wieder Monstrum aufgenommen. Und Abfahrt, ne? Wollte auch The Evil Within aufnehmen. Aber, leider. Hat das Spiel nicht gestartet. Ich habe es noch einmal gestartet, bevor ich aufgenommen habe. Habe es wieder ausgemacht und dann wollte ich aufnehmen und nö, sagt das Spiel. Nein. Wo läuft er denn lang da hinten? Strebinho ist das, ne? So, mal gucken, was die Jungs hier so gebaut haben. Ich weiß es selber noch nicht. Also die sind einige, die sind hier ganz schön am Ausrasten, was das angeht. Also es kommt richtig gut an. Es macht auch super Spaß. Also wie gesagt, wir haben das auf LAN immer gespielt. Wir haben das letztes Jahr auf LAN gespielt. War hammergeil. Haben das dieses Jahr wieder auf Lagen gespielt. Hammergeil. Das hat gesagt, drauf, ihr schießen die Jungs. Habt da Bock. Ich will ein LP machen. Wollen wir richtig fett hier abgehen. Jo. Alles klaro. Das heißt, ich miete einen Server. Gesagt, getan. Abfahrt. Bis Alpha 12. Werden wir hier einfach mal so rumeideln, ohne groß was zu machen. Also ohne hier groß, ne, ein großes LP-Projekt rauszureißen. Von daher, ne. Einfach mal gucken. Also hier ist der Eingang. Sieht sehr cool aus eigentlich, Alter. Sieht gar nicht schlecht aus. Guckt euch das an. Sieht geil aus. So, dann gehen wir mal rein. Vor das kleine Vor hier schon. Ab in die Höhlen. In die Minen von Moria. Ist zu geil, Alter. Auch sehr geil. Ich höre sie schon wieder. Scheiß Zombies. So, dann gehen wir mal hier weiter. Hier ist schon einiges passiert. Ich glaube, es ist eine Höhle, die schon da war. So, von den Grundzügen her erstmal.
Also, ich find's total geil, Alter. Ehrlich, ich hätte auch richtig Bock, das mit MP so zu machen. Zu sagen, hey. Ganz Zeit, weil ich gerade Monstrum gezockt habe, wollte ich mit F aufmachen. Guckt euch das an hier, Alter. Geht's voll ab. Voll geil, oder? Ich würde sagen, wir gehen erstmal ganz nach unten. Was ist da los? Nix. Ich werde euch das ein bisschen so machen, hier so Let's Show-mäßig, ne? Ich werde euch jetzt mal ein bisschen zeigen, was da so abgeht. Dann werde ich mir selbst eine Aufgabe ausdenken, was ich machen möchte. Weil ich bin hier so gerade so ein bisschen raus. Ich habe ja wirklich nichts gebaut, wirklich nicht. Ich habe mir einen Schlafsack hingelegt, mir eine Kiste hingestellt und habe ein bisschen Eisen abgebaut mal. Und das war's auch. Und was das hier alles passiert, ist unglaublich. Die Leute. Guck gleich das an, das Lager hier. Hier eine Leiter, aha. Kommt man natürlich nicht hoch, super. Okay, keine Ahnung. Ich glaube, ich kann auch noch auf anderen Weg hoch. Probier es mal. Check erstmal. Check erstmal. Bin ich laut genug? Oder nicht? Keine Ahnung. Was wird hier brutzeln? Ich habe Hunger und Durst, sehe ich gerade. Tränke habe ich noch. Da, okay, Wasser. Cooking Pot. Cooking Pot. Was haben wir hier? Okay, Sandstein, okay. Okay, Glas. Das läuft ja alles hier. Das läuft alles. Flashlight. Brauche ich nicht. Oder soll ich mal mitnehmen? Gute Frage. Fünfzehn. Cookingpötte. Ah ja, ganz schön rumgegeiert hier. Was habe ich überhaupt an? Brauche ich was? An Klamotten? Das ist eine gute Frage, oder? Was habe ich denn hier so? Ich könnte noch ein Hemd, wir brauchen eine Brille. Dann für die Legs noch was. Okay. Und dann gehen wir weiter. Ich glaube, es wird richtig geil. Das schon wieder sehe hier, da haben wir. Was ist hier los, ey? Alter, weil das hier passiert. Alter! Was ist denn hier los? Letztes Mal hier war das einfach nur eine Höhle. Hier von der Seite kam es. Hier von hier, genau, von hier kam es rein. Bin hier gerade zu. Und haben sie echt zugemacht, die Penner? Weil ich wollte auch ein Loch haben. Ich bin hier irgendwem, der nicht da war, hier irgendwie in sein Räumchen reingeplatzt. Ich habe nämlich hier, genau hier, angefangen zu graben. Sehr geil, oder? Sehr geil. Muss man ja lassen, den Leuten. Muss man ja lassen. Jo. Ja. Okay, das ist aber schon mal cool hier. Das gefällt mir. Das kann was werden hier. Ich brauche jetzt auch nur einen Auftrag, Alter. Ich will auch einen Raum. Den mache ich mir jetzt noch irgendwo. Das mache ich heute, weil ich glaube, wir haben ja alles da. Normal bin ich mal der Farmerboy. Ich gehe mal voll ab mit dem Farmen. Aber das ist ja auch schon erledigt hier eigentlich. Das weiß ich noch. Das ist nämlich woanders. Das kann ich euch noch zeigen. Das machen wir jetzt mal. Also, falls ihr wieder Marvel Heroes und so sehen wollt, das wird erst wieder gezockt. Wenn der Klick da ist, das werde ich mit ihm zusammen spielen und streamen. Was ist hier los? Mein, pass auf. Ja, hier ist die Farm. Jetzt fragt euch, hä, wir sind doch hier unter der Erde. Wie geht denn das? Voll. Geht doch gar nicht. Boop. Alter, ist er voll ausgerastet, hat er ein Ding durchgeballert. Das ist der Hammer. Schön Loch in der Decke. Hier ein kleines Bäumchen. Naja. Erinnert mich irgendwie an Skyrim gerade hier unten mit dem Baum. Noch in der Höhle war ich da. War auch eine Quest. Abfahrt, Alter. Was ist das hier? Heuballen. Okay, und Stein. Dann gehen wir mal weiter hier. Ich guck mal, wo es jetzt hier hingeht. Da geht's auch wieder raus, aber wohin? Gute Frage, nächste Frage, oder? Aber. Was soll's? Nimm mal ein Messer, Alter.
Und nichts dabei, auch nicht schlecht. Was ist denn hier los? Brücke? Ah, okay, das ist noch. Achso. Führt das hin? Sehe ich hier irgendwo was? Ach, hier, das war das erste Häuschen hier von denen irgendwie. Und dann haben sie gesagt, ey, wir eine Mine machen und haben sie irgendwie sich umquartiert, weil es dann so porno geil war. Okay, dann gehe ich einfach mal ins CS jetzt. Da sind noch zwei, drei Leute drin. Erschreckt euch jetzt nicht. Es geht ab. Und dann werde ich mein Räumchen suchen. Also kurz mal Teamspeak angeschmissen. Und Abfahrt. Hallihallo. Hallo. Willkommen im Stream. Hast du deine Lügen verbreitet? Habe ich, ja. Sehr gut. So, hier ist eine Brücke über dem Wasser, jemand den Fluss. Ich glaube, es hat doch hier der. Ich habe das scheiß Fenster auf. Fliegen die Kackdinger hier rein. Warte, ich muss kurz das Fenster zumachen. Ich bin mal kurz weg, bis gleich. Cool. Hier sind überall Zombies, aber kein Schwein. Uhu, da ist er wieder. Mit einer komischen Motte. So, was wolltest du mit einer komischen Brücke über den Fluss? Ja. Ja. Das von normal. Hier. Von Gig. Ist das eine Brücke, oder? Was? Die ja, so, neben so, unserer Base? Na, ja. Achso, das Ding, diese Holzkisten, ja. Ja. Also führt das irgendwo hin hier? Oder? Ja, wenn du den Holzdingern folgst, geht das zu unserer alten Base. Ach ja, stimmt. Ah ja, klar. Aber die ist leergeräumt. Da ist nichts mehr, ja? Nee, die habe ich leer gemacht. Alles rübergetragen. Gut, ich mache jetzt folgendes. Ich gehe jetzt in die Erde und baue mir auch eine Hülle. Für auch einen Raum. Wer hat diesen riesen fetten Raum da gemacht? Gerloff, glaube ich, ne? Nein, das mit drei Ebenen, mit Keller und ja. Zugang von unserer Mitte. Schneider, wer sonst? Weil ich bin da nämlich reingegangen das eine Mal. Ja. Und hab da ein Loch reingemacht, weil ich wollte von da aus mir auch einen Tunnel machen. Und er hat gestern noch Gerloff beschuldigt, dass der das war. Ja? Ja. Ich gucke so, ist er da ein Loch zu mir gemacht, der Sack, ey. Gibt's doch gar nicht. Kannst doch nicht sein Heiligstes da bebauen. Geh gleich rein, Alter. Ich hab ihm auch schon gesagt, er braucht sich nicht wundern, wenn einfach mitten im Raum eine Holzwand mit einer Tür steht. Ja. Einfach als Mahnmal. Genau. Ich glaube, das mach ich auch gleich. Rastet da richtig aus, naja. Ja. Alter, hier wurde aber ganz schön gut gebuddelt von den Zombies. Haben wir noch eine bessere Spitzhacke da irgendwie? Nein, für dich nicht. Ja, okay. Spitzhacke, ich hab auch nur eine grüne. Ich hab eine gelbe hier oder sowas. Standard halt, ne? Sei froh, ich hab sonst braune gehabt. Gelb ist schon nicht schlecht, oder was? Nee. Ein bisschen besser als braun. Ne? Ja, ich repariere mich erstmal, das schaue ich mal. Moin, Zombie. Abgekackt. Dann gucke ich mal, wo Marius so rumläuft. Was machst du an? Die baut ja auch ein Haus da gerade, oder was? Ja, die wollen nichts mit uns zu tun haben. Also hier, also ich gucke, also hier ist auch noch, also sicher von Gerloff hier. Das, ja. Mit der Eisentür, ja. Der Garten, den hat Stefan gebaut und, kommst du in meine Richtung? Kommst du zu uns? Mal gucken. Kann ich ja nicht machen. Wie spielst du das jetzt? Kannst du dann... Nein, jetzt nicht mehr. Ja, dann komme ich morgen, okay? Ja, aber morgen kannst du dann ein paar Kartoffeln und Kaffeebohnen auf mitbringen? Gar kein, nee, Kaffeebohnen nicht. Das kann ich dir gleich sagen. Aber wenigstens zwei. Na gut, zwei Kaffeebohnen, ja, aber kann ich machen. Nicht... Dass ich mal hier anfangen kann, weil nach dem Server ist das aus irgendwelchen Gründen ist das unser Feld ganz verschwunden. Ja. Okay. Wir haben auch noch ganz viele Kartoffelsamen, aber die Kaffeebohnen brauche ich für morgen. Ja, ja, das Kaffee zweimal, aber Kartoffeln kannst du mir dann mehrere geben. Kein Problem, bring ich alles mit. Wo soll ich denn jetzt hier buddeln, ey? Warte mal, ich muss mal gucken, ey, wo ich hier buddeln will jetzt. Nee, du musst den komplett eigenen Raum machen. Ja, ich weiß, aber hier ist schon so ein kleiner Gang. Gegenüber von Gerloff, weißt du? Ja.
Aber ich weiß nicht, wo du da hinkommst. Ich glaube, da geht's. Obwohl, buddel da. Ich hoffe, es geht zu Schneider rein. Ja, das habe ich. Das ist nämlich mein Problem gerade. Weil es geht. Wenn ich jetzt geradeaus durchgehe, dann komme ich ja direkt in den Garten. Nee, das ist auch nicht gut. So, das ist scheiße hier hinten. Da will ich nichts machen. Ja, der Garten ist ziemlich räudig, ne? Komm, sag's einfach. Ja, der ist richtig kacke. Voll kacke. Klein und genau. So ein Scheiß. Ich will damit was machen. Ich mach die besten Gärten, das ist einfach so. Ja. Ja, pass auf, dann gehe ich jetzt hier neben. Ach, da geht's ja auch. Warte mal, kann ich. Wo komme ich den Leuten da nicht in die. Der hat so ausgerastet hier mit so einem riesen Raum. Ja, sag ich doch. Ich kann ja nirgendwo anfangen. Ich müsste ja hier bei ihm irgendwie anfangen, aber dann flippt er ja aus hier. Nee, ist verboten. Bau mach, einfach. Mach da zu. Ich fänd's witzig. Dann macht er einfach zu. Ja, bau einfach. Da hinten ist der Scheiß gerade. Was mach ich denn da, da? Ich könnte ja hier so hoch. Dann machen wir das so. Warte mal, wie geht denn der Garten hier eigentlich? Wie das weit? Ist eine gerade Fläche. Kann ich nach da hinten raus oder was? Hier geht's nämlich auch schon wieder weiter. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Nee, es geht, es geht, es geht. Okay, dann machen wir das so. Dann gehe ich da hinten rein, wo es da so hoch geht und werde mir so eine kleine Abzweigung machen. Das ist auf jeden Fall genau hier. Hier mache ich das. Ich schau mal nach Tieren. Oder ich schau mal nicht nach Tieren, das ist schon fast. Ja, ich wollte gerade sagen, Zockermade, Kaffee wird nur gegen Schweinefleisch getauscht. Okay. Dann fange ich hier an. Hier ist gut. Dann gegenüber von Schneider. Hier. Eine Kaffeebohne für 15 mal Schweinefleisch. Okay. Hast du gehört? ich glaube, da gibt es Störungen auf der Linie. Okay. Nix. Angebot und Nachfrage. Dauert voll lange hier, Alter, das Klopfen. Zockermade, dich kann ich hören, aber die anderen. Ja, dann komischerweise nicht, ja. Ja. Gott, hier buddelt bestimmt ein Zombie. Gleich mal töten. Alter, ich raste hier aus gerade. Wenn er wie ein Spieler aussieht, auch egal. Töten. Ich brauche erstmal was zu essen. Ich muss erstmal was zu essen. Kaffee. Das haben wir doch hier. Mann. Du hast auch alles. Kaffee gibt's nicht. Kaffee kannst du knicken. Die ersten 30 Kaffee sind für Herrn Wagner und mich. Wo ist Herr Wagner? Wo ist Herr Wagner? Ist egal, der ist morgen wieder da. Ja, dann machst du dann auch noch welche. Der meinte, der kommt noch heute. Ah, der kommt nicht. Nee. Nee, Stefan ist auf dem Geburtstag. Der kommt aber, nicht. Ja, aber der hatte nicht mal ein Geschenk dafür gekauft, also. Was für ein Wichser. Standard, Alter. Los. Nur ein Wichser. So, wo baue ich denn jetzt am besten meine Wand mit Tür hin? Am besten da, wo er es nicht direkt sieht, wa? Einfach dann hingehen, vollessen und wieder zurück. Ach, scheiß drauf, ich pack das mitten in den Raum, richtig hackendreist. Servus! Paladin Jupiter, hi! Nils, AK Nils. Was? Ach du Scheiße. Hast du uns eigentlich um die Erlaubnis gefragt, dass wir jetzt auch mitgestreamt werden und dass man uns hört? Interessiert mich nicht. Ja, das war mir klar. Bist halt ein Pisser. Genau. No. Dass sie ja schön echte Namen nennen, ist ja kein Problem. Alter, das scheiß Vieh. Ah. So, jetzt müssen wir gucken hier. Ey, warte mal. Hirsch hatte ich hier, musste ich 10 Meter lang verfolgen fast. Wo ist los hier, Alter? Fürs Elf Kids ohne Ende. Abfahrt, Alter! Es gibt Leute, die tun auch was. Iron Boots, Alter, Blaupause. Ja. Was ist das für ein Book? Ist das hier Braveheart? MacDiver. Ja, MacDivers Book. Ja, ich fand's gut. Da hast du die ganzen Scrap-Lead-Rüstung. Ah. So, Hammer in die Hand, die Wand steht. Da wird sich Gig freuen. Eine schöne Tür mitten in seinem Raum. Sehr schön. So, ich guck mal, was ich schon kann und was ich nicht kann. Kenn ich. Ich lauf dann erstmal wieder zurück. AC/DC war der Hammer, Alter. Ohne Scheiß, war richtig geil. Was denn? Ich war bei AC/DC, ah. Ja, ich wurde gerade gefragt hier im Stream. So, also ich muss sagen, meine Tür mitten im Raum hat was von Kunst. Hast du reingeballert, ja?
Natürlich! Ich hab's ihm angedroht. Und er hat schon wieder irgendwas durcheinander gebracht, also mache ich's. Ja, die Waffenkisten. Weißt du, ich hatte das erste durchsortiert, dann hatte, oh Gott, wie nennt er sich denn? Still Reading hatte ja auch nochmal umsortiert, was dann auch wirklich Sinn gemacht hat. Und jetzt hat er doch vorhin geschrieben, ah, ich hab nochmal alles neu sortiert, damit es viel besser zu sehen ist. Und ja, das geht gar nicht. Okay. Furchtbar. Seine wirre Planung hier. Ja, es tut mir leid, es ist wirklich furchtbar. Man erkennt kaum noch was, was hingehört. Okay. Ich brauch voll lange jetzt zum Abholzen, Alter, hier von dem Stein. Das ist voll heftig. Abholzen vom Stein. Also hier, ne? Abbauen. Ja, aber weil du deine Pickaxe hast. Also AC/DC kann ich nur empfehlen, ey, falls du da mal eine Karte kommst. Muss ich hingehen, die machen echt eine geile Show. Wir sind nicht so eine Yuppie-Bonze wie du. Ach so, ja, voll der Bonze, ey. Und wir bauen fröhlich ab. Okay. Yuppie-Dü, Yuppie-Da. Korn on the Kopf. Wie er ausrastet, das ist ein riesen Raum, ich werde nicht drüber fertig. Ich muss das nochmal zeigen. Ja. Ja. Da ist die Tür. Sagen, wie er es nennt. Okay. Ich weiß es auch nicht. Nein, wie nennt er denn seine Gebäude? Bunker? So ungefähr, das, ja. Das kommt der Realität sehr nah. Ja, er kennt kein anderes Gebäude als Bunker. Ja. Nur Bunker. Wenn man schon was hinbaut, dann nur Bunker. Genau. Also wenn wir was hier bauen, dann bauen wir Bunker. Das Witzige ist, wenn ich jetzt hier die unteren Woodframes wegnehme, sind seine ganzen Woodframes kaputt. Ach ja, stimmt, die fallen ja runter dann, ne? Nils, ist das Stream laut genug? Die Leute auch alle gleich laut irgendwie? So, warte mal, so. Boah, ist ja immer noch nicht fertig. Dann gehen wir da so lang. Ja, genau, gehen wir ein bisschen so. Hätte ich jetzt auf was zu essen. Auf was? Pizza oder so. Oh ja, Pizza. Jetzt, diese Uhrzeit. Warte mal, wie spät ist denn das bei euch? Eine Stunde früher. Um diese Uhrzeit. Um diese Uhrzeit. Die Fetti. Oh, ich habe auch gerade nochmal schön Lasagne genascht. Alles bestens, danke dir. Jetzt muss hier natürlich aber auch irgendwie noch eine Tür oder sowas hin. Das geht ja gar nicht. Ah ne, hier geht's ja eh nur zum Garten. Wohin? Wo denn? Was denn? Hi, ja, der Gang neben dir. Ach so. Ja, da geht's zum Garten. Weil rauskomme, weil ab und zu kann da auch mal ein Zombie runterfallen. Ah. Meine, ich bin sicher, aber du. Ja, ich baue mir da noch was. Gucken wir mal. Wir gucken mal. Was sollte ich jetzt machen, weil die Tür so nicht reinpasst in die Gänge? Ja. Hab ich's gelassen. Da hatte ich meinen Bock zu. Ah, okay. Bau lieber Türen in Räume. Huhuhu. So. Ja, warte mal, dann können wir eigentlich nochmal hier. Soll ja noch was aussehen hier, ne? Oh nein! Ich hab nicht auf meine Spitzhacke geachtet. Die ist kaputt. So ein Idiot. Muss ich mal einbauen. Haben wir noch genug Eisen da und so? Gar nichts mehr. Ne, ehrlich? Ohne Scheiß? Nö. Ihr seid so eine Verschwender, ernsthaft. Habt ihr kein Eisen bei euch? Nein. Haben die Polen geklaut. Und Scheiß, wo würde denn das liegen? Dritte von links von den unteren grünen Kisten. Oder zweite von rechts ist es dann dementsprechend. Alter, das ist nicht so, ne, Alter. Verarschen? Da ist echt nichts drin. Wo willst du mich? Ah, ne, da oben. Grüne Kiste. Ja, die unteren hast du gesagt, das ist aber oben. Ach, so. Okay, fertige. Ah, das hätte aber in der unteren sein müssen. Frechheit. Wie das Pickaxe, ne?
Welches Level hast du? 18 oder. Ich hab 29. Du hast auch schon über 1000 Zombies getötet. Ich bin Level 5. Könntest du für mich eine machen? Nö. Inventar ist voll. Mal schnell leer machen. Ich kann dir eine machen, aber kannst du dann abholen, ne? Ja. Kein bisschen. Für die Kartoffeln. Für die Kartoffeln? Nee, nein. Kartoffeln und Kaffee nur gegen Schweinefleisch. Machst du oder nicht? Ja, ich mache erst Platz im Inventar. Ah ja. Kann ich den nicht aufnehmen. Okay. Na, wo sind die Mats? Hast du die Materialien wieder zurückgepackt? Nö. Alter, gib's hier her. Ich schmeiß die auf den Boden hier. Ja. Ist eingesammelt? War's das? Ja. Du wirst was für ein Level man braucht, um eine lila Pickaxe zu machen. Viel so, zu hoch. Ich wird wahrscheinlich jetzt eh wieder braun. Was spielt ihr denn jetzt? Ja, wir spielen Seven Days to Die, kennst du das nicht? Na Hammer, Alter! Oh, Alter, ich kann gelbe Iron Pickaxe. Aber, warte mal. Aber das ist erstmal nur Seven Days to Die. Ist ja so ein Zombie-Survival-Spiel mit so einem like Minecraft mit ja. Aufbauen und so. Liegt auf dem Boden. Ja, geil, danke. Huhu. Nimm dir Metal Strips mit. Jo, hab ich. Und auch den Server gemietet und zocken jetzt erstmal ein bisschen. Okay. Dann starte mal neu. Hä? Hä? Was neu starten? Ich nicht. Oh. Ach, ich hau alle rein hier, komm. Auf alle. So, dann geh ich jetzt mal zurück und mach mal ein Löchli weiter, wa? Löchli? Ja. Aber ich hätte auch von hier aus eigentlich ein Loch bauen können. Nein, das wird überhaupt nicht gebaut. Hör auf. Von hier aus, wäre auch geil. Baufrei, also da unten, wo das Heu ist, spawnt regelmäßig ein Zombie. So alle 5-6 Tage irgendwie. Keine Ahnung warum. Okay. Dann einfach da. Und jetzt wird es. Der Engländer ist auch wieder dabei, ja? Kein Engländer, polnischer Ire. Ja. Der ist auch wieder da. Ich brauch Kohle. Ist der Kohle bei euch? Ja. Ja. Das Ziel des Spiels. Weißes Schweinefleisch. Überleben. Es kommen immer Zombie-Wellen, die werden immer heftiger, ne? Und, wir bauen hier eine Base, du musst halt überleben, dann musst du anfangen, hier eine Farm zu betreiben, also hier Sachen anzubauen, kannst verschiedene Sachen craften, zum Beispiel, Kaffee, Essen brauchst du, weil du kriegst hier, hast hier Durst und Hunger, Leben, Wellness, hier also quasi Ausdauer, dann kannst du hier Waffen craften, Pistolen und so einen Scheiß, Bandagen, es geht immer so weiter, es ist noch eine Alpha hier, Irland, genau. Und jetzt kommt bald Alpha 12, dann ist wieder ein Motorrad und alles, das ist ein bisschen besser. Und dann geht's richtig ab. Yeah. Ziel ist halt überleben und halt kreativ sein, ne? So wie bei Minecraft. So, gehen wir noch ein bisschen nach vorne. Jetzt zu dem interessanten Teil, wann fängst du mit Lego Worlds an? Mit was? Lego Worlds. Na klar, kenne ich. Ja. Doch, hab ich schon gehört. Das ist quasi Minecraft, ne? Genau, nur halt von Lego. Und ja. Dementsprechend cool. Okay. Ist auch eine Option, ne? Ja. Ich hab's mir schon angeguckt, das ist wirklich interessant. Ja? Ja.
erstmal so, dass du wirklich alles, was du zum ersten Mal siehst, wenn du da gegenläufst oder sowas, das kannst du dann auch bauen. Ja. Und du kannst halt die komplette Welt kaputt hauen. Generell zerstören, dann kommen da diese Lego-Münzen, gibt's da wie bei diesen Lego-Computerspielen. Ja. Ja. Kannst halt auch die ganzen Mannequiken, die da rumlaufen, kannst du auch kaputt hauen und wenn du das gemacht hast, kannst deren Skin halt übernehmen. Das ist korrekt. Und okay. Musst den halt mit den Münzen, die du vorher eingesammelt hast, dann natürlich zahlen und kannst aber auch Autos fahren, Flugzeuge fliegen, Hubschrauber fliegen, Drachen fliegen, ne? Okay. Schon ganz cool gemacht. Und wirklich, kannst du dir so vorstellen, gibst eine Kiste mit Legosteinen aus und fängst an loszubauen. Das geht natürlich auch. Hast da, glaube ich, sogar unbegrenzten Vorrat, da wirklich was zusammenbauen kannst, kannst die Steine selber gestalten und dann Farbe auswählen und so weiter, kannst die alle einfärben. Okay. Ganz cool. Oh, cool. Ja. Müssen wir mal angucken. So, kann ich jetzt hier links gehen? Warte mal. Ja, jetzt bin ich schon hier raus. Geh doch noch weiter nach unten. Glaube ich noch besser, oder? Wie? Weiter nach unten. Noch nach unten graben, meinst du, oder was? Ja, genau das. Ja, aber genau, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Warte mal, ich weiß es. Gehen wir hier so? Genau, so machen wir das. Und dann hier so. Ich hab dir Invite geschickt. Das ist richtig dann. Alter, du schläfst hier ein. Der nimmt es nur nicht an. Was mache ich einmal pro Minute zu? Oh Gott, bist du langsam. Ja, das dauert ja ganz schön, ey. Was ist denn, Alter? Abfahrt. Ach, die TSI. Ja, die kann ich jetzt aber nicht geben. Warte. Warte. Also ich versuche dir auch noch eine Pickaxe zu machen. Vielleicht kommt das besser als das, was du jetzt hast. Ja, ich habe eine grüne. Ja, ich kann auch bessere Waffen craften, aber dazu brauche ich höheres Level. Das habe ich nicht. Darum sollte er das gerade für mich machen. Und dann geht das ein bisschen schneller. Aber so ein hohes Level habe ich noch nicht. Oh, Alter, warte. Leider auch nur gelb. Muss ich kurz gucken hier. Aber gelb reicht schon. Wie sollte ich am Anfang... Disconnected. Connected. Channel switch. Huch. Haben wir selbst rausgekickt. Gut. Da hast du zwei, drei Mal irgendwie was abgebaut, dann konntest du dich schon wieder reparieren. Das war halt auch nervig. Tü. Na, Gläser haben hier nichts. Oh, Federn. Ich kann wieder Pfeile machen. Level aufgestiegen. Wellness plus 1. Alter, wie geht denn das Scheiße hier? Send User Message. So. Ist raus. So. Weiter geht's. Aber ich glaube, ich könnte hier schon mal so ein, zwei Fackeln erstmal anbringen, damit ich so Licht habe. Na, sieht man ja hier super. So. Warte mal so, dann gehen wir hier rum. So. Dann würde ich sagen, hier nochmal ein bisschen. Boah, Alter. Der hat die ganze Höhle ausgehoben, so ein riesen Ding, ey. Der Morga. Ach so, ach scheiße, warum mach ich das? Warum, ja. nehme ich das nicht? Weil das Krach macht. Na und? Ja, haben wir morgen wieder eine Horde vor der Tür, aber viel gut. Ja, okay, ich mach's dann so. Ach Quatsch, die tun ja tagsüber nichts. Na gut, dann, wo ist denn das Ding? Oh Gott, die grünen Kisten. Okay. Ganz rechte oben. Alles da. Anonymous. Was? Das Ding.
Ach ja, hier. Oh. Brauche ich da noch was? Muss ich da noch was mitnehmen? Ja, die, das Fass. Nicht die Gascans, sondern das andere, was weiß ich. Wie das Oil Barrel da. Genau. Alles klar. Wie kann man Oil Barrel machen, Alter? Abfahrt! Kannst du finden. Ah. Auf das Ding zu verschwenden. Was denn? So, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Warte mal hier rein. So, da. Wie kann ich das befüllen? Vielleicht, wie beim Nachladen, ja. Nee, macht er nicht. Also, ich habe jetzt diese Fässer mitgenommen. Und auch den Orga. Ja. Da hier ist eine Hand hin. Orga ausgerüstet. Ja. Servus. Hallo. Servus. Drückst du einmal auf R und dann lädt er das Ding durch. Dann befüllt er den. Nee, mach er nicht. Dann musst du vielleicht doch S-Cans nehmen, dann weiß ich nicht. Ja, doch, muss ich auch nehmen, das ist auch so ein Bild. Ah, ich bin wieder falsch drauf, Alter. Aber wahrscheinlich befüllst du diese Gascans mit diesen Fässchen da? Machst du aus den Oil Barrels machst du Gascans, ich weiß es nicht. Ja, aus den Oil Barrels machst du Gascans und dann kannst du es. Wie mache ich das? Kann ich das einfach craften oder? Ja, im Inventar einfach in die Mitte legen. Gib mir die Oil Barrels, ich mach Gascans. Kann ich auch machen, Alter. Nein, lass es, ich will's machen. Was gerade? Arschloch, steigst du den Level auf, wa? Weiß ich nicht. Ach so, steigt man deinem Level auf, ja? Ja, natürlich. Yeah! Deswegen auch sämtliche Bücher, die du hast, oder die du noch nicht kennst, alle versuchen zu lernen, weil jedes Mal ein Buch lernen gibt natürlich auch Erfahrungspunkte. Ach so, okay. Und auch so unwahrscheinlich, wie es klingt, Zombies töten. Naja. Ist okay. Ich geh mal draußen gucken. Ich geh mal was zu tun, Alter. Ja. Master? Ja? Spielst du noch Diablo? Im Moment nur, Seven Days to Die. Er muss auf 2000 Stunden Played kommen. Ja. Uptime, Alter. Uptime ist alles. Wurde mir langweilig. Nein, warum er auf 2000 Spielstunden kommt, was? Weil wir einen Spieler gefunden haben, der knapp 2000, nee, der hat sogar 1000. 1000 oder 2000? 2000 war es, ne? Was? Knapp 2000, ja. Ja, Spielstunden hat. Und nee, das so viel geht Zeit gar werde ich nicht haben, ne. Vielleicht in der nächsten Season, wenn ich dann wieder mal dabei, aber so kommt ja am 12 raus. Dann kann es sein, dass man nämlich gar nicht mehr im Leben sieht. Okay, so funktioniert das. Bist du noch? Hast du schon den neuen, zweimal Grappler-Rekord voll laut, Alter! Mal gucken. Der Orga? Ja, der ist eh da. Der hat, US-Amerikaner heute Morgen um 8:30 aufgestellt oder so. Grappler-Stufe 70. Okay. Mit was? Mit dem Wizard und mit dem Crusader. Oh. In 14 Minuten 30. Alter, Walter. Jetzt ist er hinten nur ein Hirsch, nehmen wir den halt mit. Hier. Aber der braucht ganz schön, der verbraucht ganz schön was, ne? Ja. Ja. Nutze ich lieber die Pickaxe. Ja, die Dinger, die ich jetzt hier habe, die verballere ich jetzt nochmal. So, wie gesagt, hab da kein schlechtes. Das ganze Ding, was da Kick gemacht hat, war mit dem Orga. Ehrlich? Ja. Aber hier Öl und so kann man selber herstellen, oder? Ja, das dauert aber. Du musst Alkohol machen, dann musst du aus diesen Kornmehl und den Alkohol machen. Kornmehl und Wasser. Dann musst du aus Tallow im Beaker musst du dieses die Biofuel machen. Ja. Und dann die beiden Dinger musst du zusammen mischen, um Gascans zu machen. Aber wie sieht das jetzt hier aus? Aber du brauchst davon Hammer. Haben wir leider nicht so viel, aber man findet auch in Autos immer wieder mal was.
Ding, Theoretisch würde ich von morgen Abend wieder mal losziehen. Gucken, was wir ergattern können. Okay, okay. Von noch ein paar Gaskennen. Also Brax. Okay, ich hab dann was auch nicht. So, warte mal, so. Da ist er. Gerade getropft da? Nee. Mal gucken. Warte. Ist das so, wie ich mir das vorstelle? Kommst du hier so nah? Ich weiß nicht. So, ich hoffe, das stürzt ein. Wie? Kannst du einstürzen? Ja, natürlich kann es einstürzen. Muss das hier abstützen? Weiß ich nicht. Du hast den Tagebau gelernt, ne? Ja. Und? Musste man da irgendwas abstützen? Tagebau nicht, ne? Ja, wenn die Decke am auf den Kopf fällt. Ach, guck dir das so bei Gig an, der hat auch nichts abgestützt. Ja. Geht schon. Weil er hat natürlich auch stundenlang über die Statik philosophiert und wie er bohren muss, damit es nicht einstürzt. Okay. Ja, Statiker, ja. Ja. War schon ein bisschen witzig. So, cool. Genau so machen wir das. Oh, gut. So gefällt mir das doch. Oder was? Mann, ey. Okay. So. Oder? Da komm ich her. Und dann geht's hier runter. Hallo, love my dream. So. Das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Man darf sich nicht so ins Detail verlieren. Video. Alright. Ich geh erstmal jetzt hier runter jetzt. Schon wieder alle die Bude, ey. So, warte, müssen wir mal gucken. Wenn ich jetzt hier reinkomme, so, dann soll das so gehen. Jawohl. Oh. Noch nicht fertig. Alter, buh. Oh, mir geht's ganz gut. Wie geht's hier so? Na, das ist doch fein hier. Zack. Aber ich glaube, wäre ganz gut, wenn ich jetzt schon mir so Treppen mitnehme, oder? Alter, scheiße. Haben wir. Ja? Wir haben noch ein paar fertige Treppen. Oh, geil. Wo denn? Grüne Kisten ganz links oben. Okay, du bist voll der Archivar. Ja, was glaubst du eigentlich, wer das alles einsortiert? Der Archivar. Ich mag es aber auch immer, alles schön geordnet zu haben. Lauf mal Dream, ja, wie... Mir geht's ganz gut, wie geht's dir? Nicht so, okay. Was hast du da ganz oben links? Grüne Kissen ganz oben rechts, ja. Wutz, nee, links, Holztreppe. Ja, genau. Das reicht ja, die Wutz, der nehme ich jetzt mal mit. Ganz oben rechts ist Werkzeug, so eine Scheiße, da war auch der Orga drin. Ach so, okay. Ja, man muss ja erstmal nur wieder rauskommen. Nicht so gut. 15 kW. 19 Kaffee, 13 Bier, das reicht noch lange nicht. Scheiße. Es ist Freitagabend. Wetter war schön heute. Und die Made geht unter Tage. Und ich gehe unter Tage. Alles gut. Ja, so, okay. Ja, halt. Da geht's schon besser ab jetzt, ne? Aber auch das muss gut kann sein. Ja, so laut, das Ding. Ich muss das mal irgendwie... Was ist denn das hier? Laut.
Ist das Ambiente-Sound? Der Orga. Ambient-Sound, ja. Aber da ist halt alles leider mit drin. Das haben. Wäre geil, wenn sie das noch ein bisschen filtern würden. Ja. Also, ah ja, immer nur laut. Warte, ich mach das mal kurz ganz aus hier. Zack. Das wäre echt super, wenn die Soundeffekte noch wieder reinnehmen würden. Also immer nur laut. Boy. Nee, Soundeffekte hast du ja Zombies auch mit drin. Ey. Halt ein Kackspiel. Mach mal so. So, Moment, Alter, ich komme gerade nicht klar. So, jawohl. Oh, hier noch eine Ebene. Immer eine Ebene, ja, ja. Okay. Ja, schon angenehmer. Verstehe ich euch nämlich nicht mehr. Wieso das denn, ey? Alter, weil das Ding hier so laut ist, ey, das ist der Hammer. Finde ich nicht schlimm. Um Ausreden nicht verlegen, der Junge. Nee, ne? Okay, das sieht schon ganz gut aus. Ich freue mich über jeden Stein, den ich wegmache. Sieht gut aus. Oh, ganz gut aus. 96 Bullet Chains. So, so, so. Ah, was noch ein bisschen. Da muss so richtig großkotzig sein. Wobei. Meine Höhle. Also dieser Eingang, diese Treppe, die muss so richtig fett werden. Wozu brauchst du eigentlich diese Höhle? Ich streame eben noch nach Lust und Laune. Ich kann da keine festen Termine geben, weil ich das zeitlich nicht schaffe eben. Aber, falls man mal was verpasst, kann man auch mal YouTube-Channel gehen. Und da kann man das dann später sich angucken. Ich habe letztes Mal gestreamt. Marvel Heroes, vorher habe ich auch Skyrim gestreamt. Oder Diablo. Und als nächstes... Diablo ist aber schlecht. Wie bitte? Ich sagte, Diablo ist ja aber schlecht. Ich bin voll geil, Alter, ein Diablo. Ich geh voll ab. Es ist egal, welchen Spieler anmachen. Da hast du auch wieder recht. Das Einzige, was er kann, ist Lichteffekte in Trine 2 zu bewundern. Ja, das ist voll geil. Ja. Ja. Und jetzt als nächstes wird das mal ganz viel Seven Days to Die. Gestreamt. Ich glaube, ich muss meine Steuererklärung mal machen, dann kann ich mir, glaube ich, auch mal einen PC kaufen. Läuft! Und dann erkläre ich dir mal wieder die Abo richtig, ne? Dann willst du mir die Abo erklären, ja? Kannst es ja nicht. Ja, geh voll ab, ey. Den Raum baut er aus Langeweile, weil jeder seinen kleinen eigenen Bunker hat. Wie bitte? Ich habe gesagt, den Raum, den du da gerade machst, den machst du aus Langeweile, weil jeder irgendwie sein eigenes kleines Reich haben möchte. Ja. Ich will auch ein Reich haben. Nur für mich. Das Coolste. Was läuft dein Bohrer heiß oder was ist das? Der läuft nicht heiß, nö. Ja, das ist auch nicht gut. Das ist genau die Oh, die love my dream is not falling. Thank you. Finde ich. Ja, eigentlich könnte man Diablo auch mal spielen, irgendwie. Ab nächsten Season auf jeden Fall. Warum? Weil ich das immer von vorne mache. Ich mag den Anfang sehr gerne. Ja, schlaf schön, danke. Es soll nämlich viele neue Sachen geben und diese komischen Greater Style, die du nur einmal machen müssen. Mhm. Und dann kannst du sie einstellen, ab was du haben willst. Ja, gehört das. Endlich verändern. Ja, also. Ich hab gehört, die Server werden abgestellt. Hau ab, Mann! Das ist ja wie so eine Scheiße hier. Die Leute, die bringen sie und um. Es soll sogar noch... Die glauben das auch noch, ne? Ja. Wird schließlich bei Zockermade im Stream erzählt. Dreadout spielen? Okay. Ja. Guck's mir an. Ich guck's mir auf jeden Fall an. Was denn? Ich hab gerade einen Spielvorschlag gekriegt. Was denn? Dreadout. Dreadout? Dreadout, kennst du das? Nee. Ich kenn's auch nicht. Muss ich mal angucken. Ja. Und es soll sogar noch drei weitere Qualstufen geben. Ach was.
Oh, das wäre schön. Da war 6 einfach viel zu einfach war, ne? Ja, zum Schluss, ja. Auf jeden Fall. Ja, das ist ja sowieso. Sobald du einmal bei 6 laufen kannst, dauert das irgendwie 2 Tage und dann rennst du da nur noch durch und dann juckt dich gar nichts mehr. Ja. So, wo bin ich denn jetzt? Ich komme voll nicht mehr klar hier, so. Ich will jetzt nämlich auch nur noch, Ja, Horror geht ab, ey. Spiel viel Horror. Ja. Wir alle. Das sieht man. Ist auch total horrormäßig, das Spiel hier gerade. Das ist leider ein Zombie-Spiel, geht ab. Nee, aber auf meinem YouTube-Channel, da spiele ich viel Horror. Was denn so? Hm? Wie bitte? Was denn so? Monstrum gerade aktuell zum Beispiel. Oder angeblicher Horror war ja The Evil Within, was jetzt eigentlich nur ein Shooter ist. Oh, jetzt hast du mich gespoilert, du Arsch. Ich habe mir noch kein einziges Let's Play davon angeguckt. The Evil Within. Da sind ein paar Schockmomente dabei. Also, oh. Also ich habe mir was anderes drunter vorgestellt, sagen wir mal so. Okay. Ich bin gespannt. Und Slender habe ich zum Beispiel gespielt, oder viel Indie-Kram. Dann haben wir Pinefield Drive habe ich gespielt, oder Among the Sleep habe ich gespielt. Outlast habe ich auf der Platte. Ich habe es noch nicht angemacht. Also, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe es die ganze Zeit vorgehabt, aber dann hatte ich immer ganz andere Spiele in meiner Hand. Sag ich, nimm mal das. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist ein Spiel, was ich niemals spielen werde. Echt? Ehrlich? Outlast ist böse. Ja? Es ist so krank. Ja, und Dreadout soll man sich wohl auch total erschrecken. Ich bin gespannt. Ich guck's mir an. Aber es ist halt auch mal übelst anstrengend, diese Horrorspiele, ey. Macht Spaß, aber es ist anstrengend. Was da? Alter, wie nennt ihr ihn immer? Ja, Master Zen. Oder Marius. Ach, Marius. Okay. Marius? Ja. Hast du Bock, wenn ich einen PC hab, hier Hardcore zu zocken? Nee, nie. Nie im Leben. Warum nicht? Weil ich sehr, sehr... wie heißt das auf Deutsch, das Wort, was mir jetzt fehlt? Weiß ich. Warte mal. Weil ich sehr, sehr ausrasten könnte, wenn mir mein Typ hier sterben würde. Achso, ja. Den Fehler machst du aber nur einmal. Mein Gott, fluchst du auf Bildschirm, hört das eh keiner. Versteht eh keiner. Nee, ich hab keinen Bock, hier meinen Monitor oder so aus dem Fenster zu werfen. Aber kannst du ja mal aufnehmen, das wäre toll dann, spielt das Spiel. Wenn ich dafür wieder genug Geld kriege, um mir einen neuen zu kaufen, ja, voll kein Problem, ne? Also mein erster Hardcore-Char ist mir bei Paragon 51 durch einen eigenen Fehler gestorben. Ja, sehr oft ist es nicht dein eigener Fehler. Manchmal ruckt es, vor allem wenn die FPS runtergeht und bei. Ja, mache ich. Ich sag Bescheid. Läuft das ja noch nicht so ganz gut. Ne? Über Twitter zum Beispiel. Oder Facebook. Dann schreibe ich es rein und dann... Ich sag aber mal so, in 90% der Fälle ist es... Doch, alles ein eigener Fehler. Oder PN, kann ich dir auch schicken. So, jetzt aber gute Nacht. Ab ins Bett. Weg mit dir. Nee, Hardcore habe ich mir ja damals gesagt. Nee. Wir haben es eine LAN. Haben wir es mal gemacht. Und wir haben alle eine halbe Stunde geschafft. Aha. Obwohl es eigentlich zu empfehlen ist, weil man bei Hardcore eigentlich viel besser lernt, mit dem Charakter umzugehen. Ja, aber man vorsichtiger ist, ne? Genau. Also ich habe vor, jetzt, sobald ich PC habe, einen Wizard auf Max-Qual-Stufe zu equippen, dann einen Monk nochmal auf Max-Stufe zu equippen und dann meine anderen 4 nochmal zu equippen. Und dann noch auf Fall, Quatsch, Paragon 800 zu spielen. Okay. Und dann wie viel Hardcore. Hakörli. Ich kenne das von der Arbeit, da macht das einer mal. Was bitte?
Gute Nacht an alle von der Love My Dream. Falls ihr es nicht lesen. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Nein, Zockermale, tut mir leid. Ich spiele gleichzeitig. Gucke deinen Stream. Ja. Okay. So muss das. Bald kommt's noch. Ich hab keine Zeit. Hab ich jeder zwei Monitore. Und naja. Es erheitert ihn wieder. Ja, auf jeden Fall. An seinen Reichtum erinnert wird. Oh ja. Ich habe zwei Monitore, ich bin so businessreich. Also wie gesagt, hier sind Treppen drin, ne? Auch deine Redwood-Treppen. Ja, geil. Ich mache erstmal die normalen. Ich habe schon mir welche eingepackt. Wenn du irgendwie was ausbauen willst, in der ganz oben rechts von den Grünen, ist jetzt auch ein Hammer wieder drin. Ah, alles klar. Aber es sieht schon ganz gut aus hier, guck mal. Überhaupt nicht. Kacke aus, da gehe ich jetzt nicht hin. Nee, ich glaube schon, das wird richtig gut. Ich glaube, ich erschieße dich jetzt. Das sieht so kacke aus, das musst du einfach sehen. Ja, guck das an. Ich gucke mir das jetzt an und erschieße ihn. Ja, wie ich erstmal den Picasso war auch mein Lieblingskünstler, oder wie sagt man immer, wenn irgendwas kacke aussieht. Kommt eigentlich auch irgendwann Lava? Nee. Nein. Aber Zockermade kann ja mal Richtung Süden gehen oder ein bisschen so südwestlich. Kommt so ein tolles Gebiet, wo alles verbrannt ist. Diese Geschichte, ja. Nö, ich will jetzt erstmal hier bauen. Überlege, ob ich noch tiefer gehen soll. Aber ich weiß es nicht. Ob ich dann. Immer tiefer. Ob ich da zu tief und zu gierig grabe und den Bayrock freilasse? Kennt keiner? Hä? Ey, ich töte dich. Oh, Alter. Alter! Das geht ja wirklich. Hast voll geblutet eben. Hast du ihn jetzt getötet oder was? Nee, ich hab ihm. Ich hab's ausgemacht. Wir können uns nicht gegenseitig verletzen. Oh, Kacke! Aber. Die Fackel. Alter, ich brauch Benzin. Nein, Alter, meine Fackel. So, machen wir hier eine. Hast du schon eine hingepackt? Nee, jetzt hier. So. Ich bin mal kurz AFK, ich muss mir was bestellen. Ich habe jetzt Hammer Hunger. Ja, alles klar. Alter, da. Liefern die um die Uhrzeit noch bei dir? Ich will nach Irland. Was ist denn da los, Junge? Na klar, ist doch Freitag, oder? Machen die doch überall, oder? Halt dein dämliches, frisches Maul. Nee. Kannst du doch bestellen? Was ist da los, doch, hallo? Na, kann man das nicht in Deutschland bestellen, um diese Uhrzeit? Das klappt noch nicht mal in Dortmund. Nee. Alles faule Säcke. Ab 11 und dann maximal 12 ist der Feierabend. Also ich von dem. Gestern habe ich mir einen quasi Döner bestellt und meinte, was für Brot die benutzen, ne? Und die meinten so ein Pita Bread, ne? Und meinte, nee, will ich nicht. Könnt ihr mir so eine kleine Pizza machen, das aufschneiden und da das ganze Zeug reintun? Kein Problem. Also eine Calzone. Wo war das hier, ne? Das ist ja schon nicht schlecht. Der liebe Funk, da habe ich gestern zugeguckt, da kannst du sogar in Berlin noch nachts um 1 oder bis 2, glaube ich, noch einkaufen gehen. Das ist ja frech. Das ist total krank. So, also irgendwie wächst das in dem Garten hier nicht weiter. Ich glaube, die Zockermade hat mit seinem Server-Reboot alles kaputt gemacht. Nee, wir schieben es in die Schuhe, okay? Und vor allem haben wir dann wirklich keine Kaffeebohnen mehr. Oh oh. Alter. So nervig ist das. Ja, aber es dauert voll lange, ne? Das weißt du, ne? Bis da was wächst. Ja. Master hat gesagt, es dauert maximal 2 Tage und wir haben jetzt schon wieder Tag 4. Nee, nach dem Server ist das. Ja. Was? Weil es Tag 4 wieder ist, muss ich warten, bis es wieder Tag, ich glaube, 90 ist. Was hatten wir? Ach, halt dein Maul. Das glaube ich dir nicht. Also was ist am besten, dass wir. Am Tag 7? Ja, kommt einmal, alle 7 Tage kommt eine Zombie-Horde und jeden weiteren 7 Tage wird sie stärker. Kommen sie auch nachts, weil nachts sind sie eh stärker, weil da können sie rennen und Dollar zuhauen, genau. Überhaupt. Aber das interessiert uns unter Tage nicht. Wir liegen. Machen einfach oben Deckel drauf und dann ist gut. Noch nicht mal, die gehen einfach nicht so tief unter die Erde. Ganze Geheimnis. Machen die nicht, ne? Nein,
War cool. Hier kann es mittlerweile sein, dass sie versuchen, sich durchzubuddeln. Das schon. Ja. Aber sollen sich mal hertrauen. Ich habe einen Sturm gesehen. SMG oder was war das? Ja. Und zwar in Blau. So. Auch in Blau. War meine Feuerachse schon in Blau. Unisex. Achso, das meinst du. Nein, Stufe. Also ja. Ist ja. Das haben sie ja mittlerweile wie bei WoW gemacht. Ne? Ja. Ist halt braun oder grau und dann geht's ja weiter mit gelb, grün, blau, lila. Was ist denn zum Beispiel lila für eine Waffe? Lila ist super toll. Einfach nur die Stufe der Waffe, also Epic halt. Wir haben wir haben auch schon mittlerweile eine lilane Schaufel. Wow. Aha. So, aber Marius, das war jetzt nicht dein Ernst von wegen mit 98, ne? Jetzt krieg ich auch Hunger, Alter. Der Penner. Ja, ich auch. Zockermate, du weißt das, oder? Du hast doch immer die Farm gemacht. Wie lange dauert ein Kaffee? Die Tage? 3 waren das, glaube ich. Nee, dann ist es doch buggy. Dann haben wir keinen Kaffee mehr. Kacke! Ich habe auch immer 2 Samen oder so immer auf Tasche gehabt. Also, falls irgendwas schief geht. Das war einfach... Das ist ja schön. Die Lehre damals für mich. Ja, mein Gott, müssen wir halt nochmal Kaffee suchen. Ja, ich würde es aber stehen lassen, vielleicht ist ja wirklich was mit dem Server-Neustart, dass es nur ein bisschen länger dauert. Ach. Ist halt nur blöd, weil wir, wie gesagt, morgen vertrieben, aber ich wollte so, dass wir so 2 Stacks für jeden haben. Ja, wäre machbar. Dass man wirklich durchsprinten kann. Nix, ja, mach mal. Das wäre für Reading und mich gewesen. Das wären halt schon mal 60 Gläser alleine. Ja. Aber so ist es halt nur ein Stack für jeden, mehr oder weniger. Also Gläser. Ja, jetzt gucken. Sollte reichen. Bis dahin haben wir auch neue Kaffeebohnen gefunden. Okay. Die gibt's ja in Häusern, gibt's die, glaube ich, ne? Ja, überall. Auch im Müller, glaube ich, habe ich hier gefunden. Glaube ich. Da werden wir schon wieder was finden. Und ja, ich denke auch. Neu an. Golden Rod habe ich erstmal mehr als genug, glaube ich, für alle. Nils, bist du noch am Start oder was? Ja, Golden Rod müssen so 100 Gläser sein. Ja? Alter, wenn wir. Eigentlich nicht, habe ich gelogen. 30, 60, 90, 92. Na doch, ich habe auch nochmal 33 auf Tasche. Okay. Wenn wir Alpha 12 hier spielen, dann will ich so die übelste Mega-Farm machen, Alter, voll Holland-mäßig. Holland-mäßig, so wie auf LAN. Ja. Also, ich muss sagen, ich finde die Versuche jetzt mit Untertage finde ich gar nicht schlecht, auch das mit dem Garten, dass das geklappt hat. Ja. Im Übrigen im Reading nach oben ohne Orga gebuddelt. Ehrlich? Er hat das mit der Pickaxe gemacht. Hut ab, Alter. Ja. Hololo. Hololo. Oh. Hast du echt bestellt jetzt, ey? Ja. Yep. Voll neidisch. Ich bin so voll neidisch. Kanker Typ. ich habe ja noch Bottled Murky Water. Kann aber geändert werden. So, wie sieht das aus hier? So. Ich verstehe nur manche Leute nicht, die hier ein Business haben. Ja. Ich meinte, dass das letzte Mal das Teil hammer lecker geschmeckt hat. Ja. Aber war viel zu klein. Ja. War immer noch hungrig, ne? Ob die das ein bisschen größer machen könnten, ich würde sogar dafür bestellen. Ne, können wir nicht. Okay. Also. Ich habe gesagt, fickt euch, euch bestelle ich nie wieder. Ne, ich glaube, das letzte Mal gehe ich und spreche mit dem Boss, ey. Mit der Boss. Kann doch nicht schwer sein, das Ding ein bisschen größer zu machen, oder? Eigentlich nicht. Das sagt Kate auch immer. Ich
Ja, wo er recht hat, ne? Alter, hammer viel Potassiumnitrat, aber gar nichts an Kohle. Alter, hier mit dem Bohrer, Alter, ist der Hammer. Mit dem Bohrer? Mhm. Ja. Bohrer. Aber wenn du eine lila Pickaxe hast, ist auch hammergeil. Ja. Marius, hast du mitgekriegt, ne? Kaffeebohnen haben wir erstmal nicht. Gar keine. Nein. Das ist nix, alles sehr angepflanzt. Solange das nicht fertig wächst, haben wir keine. Okay, dann viel Spaß. Wie lange dauert dein Tag jetzt? 40 Minuten? Oder ne, wie lange? Gute Frage. Ich hab das, David hat das einmal umgestellt, ne? Weiß ich nicht. Ich hab's mir geguckt. Ich glaube, dass, Stefan noch in irgendeiner Kiste selber was hat. Der hat auch irgendwas mal gesagt, dass er das aufhebt. Ja, ist echt wirklich mal besser, sich nochmal so Samen aufzuheben. Ja. Zur Not, wie gesagt, wir gehen morgen wieder auf Expedition und dann ja, ist bestimmt wieder was. Irgendwo kriegt man das dann, ja. Backkartoffelsamen haben wir, Blueberry haben wir. So, warte mal. Was habe ich denn hier, was ich nicht mehr brauche? Dieses Scheißding. Ah, siehst du, ich wollte ja Gig seine Steine klauen, damit ich da mal die Löcher von den Zombies wieder zumachen kann. Haben die Löcher gemacht, mal, ja? Ich will mal kurz im TS nach unten meinem Bruder was erklären. Jo. Ja, die haben hier ein bisschen viel gebuddelt. Da er gesagt hat, Stein braucht er nicht. Ah, voll geil mit dem Bohrer, ey, dass sie das reingebracht haben. Ja. Den gab's sogar schon letztes Jahr auf Laden, da haben sie auch verzweifelt versucht, den zu finden. Ja? Wer mitgekriegt, ey? Oh, ich bin mir nicht sicher. Entweder sie haben versucht, den zu finden, oder es gab schon die Teile, aber man konnte ihn noch nicht bauen. Das kann natürlich auch sein. Waren sie ja da. Keiner bohrt so wie ich, lalala. So, okay. Hier. Oh, alle. Auch nochmal. Ein paar, würde ich sagen. Die Zeit werde ich nutzen, um ein kleines Päuschen zu machen. Ich muss mal auf Toilette und werde mir ein Brot machen. Dann sag ich mal, bis gleich. Leute, ein kleines Päuschen. Halt dein Maul, verpiss dich. Genau. Jo. Mikrofon muted.
deine Frau zu gucken, die mitten im Team sagt, bei mir hängt alles, das ist auch schon wieder so zweideutig, so extrem auch noch. Bisschen. Noch mal kurz AFK.
Hallo. Achso, halt, haben wir mal das machen. Hier so. Und den hier? Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Noch wer da? Ja. So, wie sieht das hier aus eigentlich? Ah ja. Wir nehmen mal ein bisschen Naschen. Trinken sie auch alle? Hast du eigentlich noch Kontakt mit deiner Ex-Freundin? Ich? Ja. Nein. Nein. Ah nee, das war ja, das stimmt, dass er sagt, es war ja nicht so schön, wie das auseinandergegangen ist, ne? Genau. Nachladen hier. Miau, 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 Alter. Warte mal. So. Aber ich bin doch auch nicht böse drum, weil die. Wie bitte was? Ich hab dich nicht verstanden, ich hab gebohrt. Leiser mal. Ich bin da aber auch nicht böse drum, weil so ein Fernseher könnte ich mir wahrscheinlich auch was in 2 Jahren leisten. Ach so, okay. Genauso wie eine PlayStation 3. Okay. Ach, das hat's. Wie? Hast du das mitgenommen oder was? Nee, das hat sie noch hier gelassen. Ach so. Deswegen spiele ich jetzt als Ausgleich so ein bisschen Diablo 3 auf der PlayStation. Ah. Weil da müsste das alte Set, Marodeur-Set vom Demon Hunter noch ganz, ganz alt sein. Also, dass du da nur die Türme stellen musst und die Türme machen dann quasi die Arbeit für dich. Ah, ja, okay. Und PS, ich mache mir jetzt auch gerade was zu essen. Ja, schön. Ich habe mir einen Toast liegen. Fahre ich mir gleich so rein. Warte mal, jetzt bringe ich die Steine weg. Ich mache mir mal eine Kiste, die stelle ich mir hin. Am besten. Aber wenn ich einen PC habe, dann müssen wir mal irgendwas zusammen zocken. Ja, klar, kann man machen. Gerne, gerne. So, warte mal, warten wir das Supply. Also mit Stream und so. Ja klar, kann man machen. Ach, ist glaube ich oben. Wo ist ein Nameless? Ah, hier meine Kiste, komm. Stein. Stein. Oh Alter, ich hab voll Hunger. Sehe ich gerade. Ist nicht cool. Echten Leben. Was bist du im echten Leben? Im echten Leben, hast auch mal Hunger. Naja. Liegen noch irgendwo Fackeln rum oder kann mir mal einer Fackeln machen? Grüne Kisten oben links. Okay. Da hat er die Gascans mitgenommen. Ja. Was man da rein so. Da rein. Okay, cool, so. So ist das doch was.
So können wir das machen. Ganz einfach. Wollte ich jetzt nicht? Ach, nee. Was ich vorhin gefunden habe bei Cadala mit meinem Demon Hunter? Nee, nee. Ein Abscheuschutz mit Geschicklichkeit. Okay. Toll. Genau so habe ich auch geguckt. Was spielst du denn? Ach ja. Demon Hunter. Ja, ja, ach ja, klar. Ah, yeah. Ich dachte auch nur, das Spiel will mich verarschen. Ein wenig. Oh, voll dunkel hier. Wo soll ich hinballern? Ja, so geht das. So geht das doch, würde ich sagen. So. Dann gehen wir mal. Oh, einen kleinen Raum hier erstmal. Und dann nur noch eine Stufe runter. So. Wann wir hier kommen, so wir hier noch ein bisschen rüber. Ah, okay, okay, okay. Jupp. Jupp. Juppai die und Juppai da. Moin. Ich versuche gerade einen Namen zu entziffern. Sehr early maced, richtig. Oh nein, ist er nicht hingeguckt, seine Omi buddelt. Scheiße. Hä? Warte mal, wie geht das? Achso, war nicht. So muss das. Hey Dave, Alter! Also Deutschland, Kambodscha? Monstrum kommt morgen, heute aufgenommen. Morgen geht das ab. Was ist das für eine Scheiße hier? So. Morgen werde ich mich wieder gruseln. Morgen kommt was online. Hab sogar geschafft, heute ganze zwei Folgen aufzunehmen. Ich bin richtig stolz auf mich. Voll cool, dass du hier reinguckst, ey. Vor allen Dingen Eddie, ja? Also Still Reading. Nur mal kurz auf den Geburtstag. Er meinte gestern schon, dass er heute nicht kommt. Aber mir ist auch alles klar. Läuft. Freitagabend, Stream, alles gut. Was ist eigentlich, macht das Sinn? Der wollte nur kurz was erklären. Wächst jetzt was? Hast du schon was gesehen? Da war noch nichts, nein. Geil.
Na, sowas hört man gerne. Lass mal gucken hier, warte mal. So. Ja, ist ja schon, ja, so ist wir doch schon langsam. User in your channel, time down. Shaolin weg oder was? Oh, na, das wollte ich kaum. So. Aber ich finde hier auch nichts, ne? Also hier kommt auch kein irgendein Erz oder so. Ist voll krass. Ich höre doch da auch wieder wieder rumbohren. Strebinio? Noch eine Tür hin. Noch eine Tür hin. Die fleißigen Minenarbeiter. Die Zwergenbinge. Auf ja. Mal kurz abbeißen hier von meinem Brot. Naja, ich weiß nicht, hier stehen irgendwie drei Leute bei mir, keine Ahnung. Waren heute auch schon ein paar da. Hab sogar ein Follow gekriegt. Hoffentlich machen Gronk, der streamt ja auch. Hat man sowieso schon verloren. Kann nix. War sehr sympathischer Mann. Ja, trotzdem kann er nicht spielen. Das ist auch sein Credo, ne? Irgendwie. Ja. Genau. Aber der ist immer knallhart, Alter. Wie der streamt, ey. Vor allem wie lange. Ich war einmal, habe ich das geguckt, da habe ich mich so hier so fertig gemacht, weil ich weggehen wollte. Dann kann ich aber morgens wieder, und dann habe ich den nicht ausgemacht. Ich gucke. Alter, der streamt immer noch, Alter. Der zieht das durch. Der zieht das durch. Ah, naja, ist auch sein Lebensunterhalt, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Nein. Mensch, das wird langsam, es wird langsam ein Raum. Ist das schön. Und ey, falls du das mal verpasst, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, also den Stream verpasst, ich werde das jetzt immer bei YouTube uppen. Hi! Okay, Döner gefressen. Weiter geht's. Und weiter geht's, jupp. Jetzt hab ich mir auch ein Brot gemacht, weil du deinen scheiß Döner da, hab ich Hunger gekriegt. Hab immer noch ein bisschen Hunger, ey, das ist zu klein, viel zu klein sein, Dinge. Ja? Gibt's nichts über deutsche Döner, ey. Du bist ein und bist voll. So unterschiedlich, ja. Ja. Leider. Und dann noch, was glaube ich das? Für zwei Döner habe ich mit Lieferung 12,50 bezahlt. Alter, was? Achso. Ja. Zwei Döner? Mit Lieferung, ja, okay. Ja. Also, doch, die Kartoffeln fangen an zu wachsen, ja. Die hat die auch später angepflanzt.
Scheiße, also das hier. War das nicht eine Woche, was immer gedauert hat, bis was fertig war? Ich weiß es nicht mehr. Eine Woche, nee, zwei Tage, circa zwei Tage, glaube ich. Ja, am Arsch. Kaffeebohnen wachsen nicht. Kannst du die abhänden trotzdem? Kannst du die kaputt hauen und trotzdem abhänden, kriegst du auch deinen Samen wieder, oder? Irgendwie. War es nicht so? Wie bitte? Wenn du die kaputt haust oder so jetzt, da kriegst du einfach nur den Samen wieder raus, oder? Puh. Ist mal aus. Bestes Mal, ja. Keine Ahnung jetzt. Nein. Alter, das sind Spinnenweben nur noch. Vergammelt? So. Boah, war, oder es war schon zu lange. Auch keine Bären und nix dran. Golden Rot ist auch nichts geworden. Kann man eigentlich Server nicht resetten, ohne die Tage zu verlieren, oder verliert man immer die Tage dann? Nee, ich glaube, weiß ich nicht. Läuft verliert man dann. Dass man quasi nicht wieder von Null anfängt, ne? Von. Mit den Tagen, ne? Wir waren ja bei Tag 90, glaube ich, oder ne? Wie viel? Irgendwas Ende 80, ja. Ja. Ja, vor allen Dingen, ich habe ja heute aufgenommen, Dave. Falls noch da bist. Das habe ich dann auch gesehen, dass es da die. Diese Ketten sind, dann ich das mit einem Bolzenschneider durchmachen kann. Also ich hatte keinen, aber dann habe ich es begriffen. Ja. Aber danke für den Tipp. So, wo sind wir denn hier jetzt? Hier. Aber das Spiel ist so schwer, ey. Ohne Scheiß. Das ist gar nicht einfach. Dieses Monstrum. Ja, dann wünsche ich noch gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Hau rein. Mhm. Ja, gefällt mir schon so langsam. Eine Reihe können wir wirklich noch machen. Na ja. La 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 la. Ich freue mich schon super auf das Projekt, ey, ohne Scheiß. Alpha 12 geht ab. Jupp. Also wir machten jetzt alles mit dann. Alle. Angeblich alle, also. Da haben wir ja auch so viele Ports mir gemietet, also. Damit wir auch ein bisschen Luft haben. Falls noch einer dazukommt oder so. Umso mehr, umso besser. Also sagt, da kann der Bruder natürlich auch alles, ne, so mitmachen, so wie wir es gesagt haben. Ne, mit dem Dürfchen da. Ja, wir sind aber drei und wenn ihr dann euch verteilt, dass es halbwegs fair ist, ne? Nicht, dass wir drei gegen sechs sind oder so. Ne? Ja. Genau so wird es sein, ich hab's ja gesagt. Müssen wir mal gucken, wie es macht, weil David, also klicken, Loot, möchte ja auch aufnehmen. Mhm. Vielleicht kann der ja zu euch gehen, zum Beispiel. Aus eurer Sicht dann aufnehmen. Ja, das wäre cool, ne? Zwei Sichten quasi, ne? Dass man das verbindet, ne? Genau. Dann mussten wir noch darüber reden, wie wir das am besten, aber wir haben mal geil. Es ist relativ gering, dass ihr dann uns tötet, weil wir haben dann ja die Zockermarder. Ja, das wird nur das einzige Problem sein, ne? Dass sich keiner von euch das anschauen kann, ne? Quasi anschauen kann, wo die Base ist, ne? Wie? Wie war's das? Hä?
Wie jetzt? Ja, wenn du jetzt ein Let's Play machst und dann ein Let's Play dann und ich mir das dann angucke, dann weiß ich, wo eure Base ist, dann finde ich euch. Oh ja, okay. Darfst nicht machen. Oder wir lassen es einfach und töten Zombies. Bauen zwischendurch noch eine Burg. Können dann da später noch einen Friedensvertrag schließen. Irgendwann. Aber ich glaube, das mit diesem PvP, das bringt nochmal richtig Würze da rein. Ja, auf jeden Fall würde das. Du musst ja quasi anders denken, ne, mitbauen und so, ne? Genau. Ja, was heißt anders denken? Mensch kriegt das halt wesentlich schneller kaputt alles. Oder so. Man muss so ein bisschen versteckt bauen, also dass man dich findet. Ja, ich meine, besser, ja. Dass du dich quasi versteckst, ne? Ja. Jawohl. Wird doch langsam. Vor allen Dingen voll heftig, wie viel immer hier so passiert ist, ey. War vor ein paar Tagen online, jetzt online und auch mal alles hier, wuhu. Weil du nie online bist. Ja, Alter, was soll ich machen? Online kommen. Ja. Wenn Option, oder? Ja. Ja. Wäre schon ziemlich. Ey, ich war ja fast eine Woche nicht da, ne? Ja, stimmt, du warst ja in Polen. Ja, ich hau ganz schön Benzin weg, ey. Alter, Alter. Geht schnell, ne? Ja, wenn wir das spielen, mache ich halt wieder Friendly Fire an und so. Wie bitte? Wenn wir das spielen, mache ich auch Friendly Fire an. Ja, ich sag's ja. Die größte Gefahr bist dann du für uns, nicht der Gegner. Ach so. Also ich kann mich noch an Killing Floor erinnern auf LAN. Ich wurde immer weggebombt von irgendwie Vollidioten. Das hätte ich auch mal Bock, vielleicht irgendwann zu spielen, das Killing Floor. Kann man machen, ja. So lange gibt es ganz gut sein. Macht Spaß, ja. Können wir auch mal streamen. Bing, Alter. Ja, mein Bruder, der hat sich einen Rechner geholt. Und ist am... hat sich die ganze Teile jetzt bestellt. Ja. Weißt du, wie er sich seinen Rechner verdient hat? Nee. Ich hab ihm mal Counter-Strike geholt und der hat über 200 Euro in Counter-Strike gemacht. Wie geht denn das, Alter? Wie geht denn das? Da findest du Sachen und dann die Sachen verkaufst du dann und so. Aber Steam? Also quasi hier. Auf eBay verkaufst du ein paar Sachen. Ehrlich? Ja. Wieso mach ich das nicht? Ja? Muss er jetzt wieder Counter-Strike spielen? Ja. Er meinte, gib mir 500 Euro, ich mach dir in 3 Wochen das Doppelte. Okay. Okay, gebe ich ihm. Ich will jetzt mal gucken, ob er noch weiter Kohle macht, die er schon jetzt gemacht hat. Warte mal, ich geh mal kurz nach unten und frag ihn, ob er das jetzt in den Griff bekommen hat mit dem Rechner. Achso, ist er bei dir oder was? Der ist jetzt im TS, ja. Aber, ach, nach unten im TS? Okay, achso, ich dachte, ja, der geht nach unten. Ja. Bin gleich. User left your channel. Naja, das sieht doch schon noch aus. Ist doch immer noch eine Etage tiefer. Ab hier. Oder hier. Jupp.
Jawohl, ja. Weißt du, was ich mir zum Einpennen höre? Ha? Harpe Kerkeling. Ich bin da mal weg. So. Ganz cool. Erste CD jetzt durch. Ja, Vikings, die dritte Staffel rein. Ah ja, nee, wenn ich mir sowas angucke, Alter, kann ich nicht pennen. Ah. Hat ja auch mal wieder Bock drauf, so ein Wochenende nur einen Serienabend zu machen. Ein Serienwochenende. Einfach mal Netflix. Genau. Schneider noch in... Leovion? Keine Ahnung. Betteln der dann mal. Kein Bock. Also Marius meinte, dass er dann nach WoW nochmal herkommt. Okay. Reicht mir das auch erstmal hier? Ach, das wird schön alles. La la la. Ah, okay. Schmuli. Nur wie lange es gedauert hätte mit der Spitzhacke hier, ey. Ja. Hallo? Bin ich denn bescheuert? Ja. Und Benzin ist leider alle. Haben wir noch was? Oh mein Gott. Nein, haben wir nicht. Ausverkauft. Alle. Nee, ohne, ja. Ohne Scheiß? Haben wir noch. Haben wir noch was? Aha. Jo, das sieht doch ganz gut aus. Jo, jo. Hoch. Mal nachfüllen. Und Abflug. Bin da Bob. Also ich hab das nicht verstanden. Haben wir noch was oder nicht? Ja. Ja, alles klar. Alles gut, ja? Gut, kannst du nutzen wie die anderen. Da, 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 da. Ja, ja. Noch wer on, schreibt einer. Das ist Eddie. Nein. Warte, war er das, ja? Ja. Muss ich gleich mal zurückschreiben. Sicher doch. So.
alle, naja, machen wir eine Spitzhacke, mal gucken, wie lange das dauert. Oh, erstmal so tun, ja, oh, voll den Riesenraum nur mit Spitzhacke gemacht. Ja, ja. Boah, Alter, das wird echt lange dauern. Ich hole mir Benzin. Da habe ich mal keine Lust zu. Oben links war das, ne? Nee. Oben rechts. Ja. Nehmen wir die 17 Dinger mit hier, ja? Ach. Wenn du es nicht machst, machst du ja Schneider. Genau. No. Ärger sie, naja, alles sind alles. Ah, Hilfe, ihr Scheißwichser! Echt? Mir egal. Nochmal ein paar Weapon. Wie bitte? Noch ein paar Weapon. Ah, okay. 50 immerhin. Könnte ich ja eigentlich mal das hier hinmachen? Jupp. 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 Na, so geht das so. So kann man das machen. Ich bohre und bohre. Einer steht noch. So geht das nicht. Hey. Guckst dich mal ein bisschen um, ja? Jo. Gerade weggegangen? Nee. Willkommen. Sei gespinnt, Mann. Voll geil, aber braucht auch keine Ausdauer hier, ne? Ja. Das
erstmal außerhalb. Und VfL. Ja, hier unten hast du echt Ruhe vor diesen Zombies, das ist echt geil. Fuck, eigentlich müsste ich noch eine Ebene rausheben. Boah, Alter, ehrlich. Ist so krass. Gehen wir von hier los. So war das nicht gedacht. Jawohl. Heute mal. Wer ist nochmal diese Gerüste, die man da vorher machen muss? Wood. Desk? Ne, Wood. Was ist das? Eine Wunder. Wood Frame. Na, so hieß das. Ist noch da? Ja, Wood Frame. Okay. Bist du kacke. Ein Disconnect und 50 Weapon Repair Kit weg. Weg? 50? Ja. Disconnect gehabt, also ich hatte die gerade in der Mache. Mhm. Bin ja einmal eben rausgeflogen, gleich wieder rein und sie sind weg. Na wunderbar. Geil. Richtig geil.